So. Was? Servus. Haben wir Mittagspause wieder gemacht? Erwischt. Ah, das wäre auch wieder ein Oldtimer in der Sammlung. Weil du jetzt nicht da warst. Ja. Diese Frage beantworten. Wann lernen Kinder von intelligent wieder zu dumm zu werden? Ich meine, das ist eine gute Frage. Das Kind ist ein Dreiviertel, aber kommt auf Ideen, die eigentlich nicht dumm sind, sondern eigentlich sehr intelligent, wo ich mir denke, hä? Und dann schau ich mir mal ein Kind an und denke mir, hä? Dumm oder was? Irgendwie sowas war leicht. Er hat jetzt die Angewohnheit, dass sie das Stockerl, was im Vorzimmer steht, überall hin mitnimmt. Mhm. Aber jetzt, ich war im Kühlschrank gestanden, weil ich mal ein bisschen rausgeholt habe. Sie wollten Joghurt, hat gesagt, nein, jetzt nicht mehr. Mhm. Hat gewartet, bis einer weggeht. Ist zum Kühlschrank gegangen, hat die Kühlschrank hier aufgerissen. Vorzimmer gegangen. Ein Stocker reinkommen, Hochgang, hat sich das Joghurt rausgenommen, runtergestiegen, Tür zu, Stocker hingeschoben zur Lade, Lade aufgemacht, Stocker hin, Löffel rausgeholt, hingesetzt, Ende Gelände. Super, eh gescheit. Ja, eben! Wow. Und wen hat sie das? Du, das kann eine Generation überspringen, also kann durchaus sein, dass er das von deinen Eltern hat oder von ihren Eltern. Ach Gott. Babyziegen, Babyziegen, Babyziegen! Babyziegen? Jetzt schon? Oder hast du keine kleine gekauft? Wir haben aber keine Babyziegen. Wir haben 4 Babyziegen hier im Stall. Entschuldigung, Schafe. Psst. Der Schafe, das sind die. Die du gekauft hast! Ja, stimmt. Die 2-2. Na, was mich irritiert hat, ist, dass das eine Hörner hat. Ja, aber wenn es ein Schafsbock ist. Hast du gekauft? Nein, hab ich gekauft. So ein geiler Bock. Aber ist geil, ich habe jedes Mal irgendwelche andere Probleme. Kann ich das Cosplay-Feld nicht zumachen? Dafür kann ich das Outdoor-Drive-Feld nicht auf. Ich meine, ich brauche es jetzt beides aber eh nicht, aber. Warum kannst du nicht zumachen? Ich weiß nicht, ich kann es nicht zuixeln. Na, was hast du erlebt? Ich? Wenn du mit so einem fetten Grinser reinkommst.
Achso. Ah, ja. Nur an mich oder an Penny auch? Achso. So wie ich ihm. Ah ja. Na, der da Freundin. Also der ist schon vergeben, gell? Ja. An. Ein Typ mit Hunde. Das ist unglaublich, was man für Leute jetzt trifft, wenn man mit einem Hund unterwegs ist. Manche möchte man nicht treffen, aber das sei dahingestellt. Ja, aber es ist halt, weil du kommst dadurch ins Reden, das ist mit den Kindern. Weil ja, so stimmt. würdest du aneinander vorbeigehen. Aber weißt du, wenn sich die Hunde beschnuppern oder was nicht, die Kinder jetzt so aneinander reagieren, dann reagierst du natürlich auch, weil du stehst nicht daneben. Einfach so stumm. Warum verschleicht er sich gleich? Warum geht der mit dem Hund genau da, wo ich gehe? Ja, bei manchen denke ich mir das. Alter, was ist da jetzt? Alter, was ist da? Was ist da? Und was ist da? Ja, du kannst da und irgendwie die Ballmaschine heben. Nach jedem Ballen. Oder verdrücke ich mich da jetzt immer so? Aber ich wäre, so einen Hund hätte ich braucht vor 20 Jahren, wirklich. Das wäre der Uraufrisshund gewesen. Wahrscheinlich habe ich schnell gedrückt immer. Ach Gott. Jetzt ist die. Sie ist super. Wenn ich mit der Isabella gehe und mit der Penny und die Leute gehen immer vorbei und sagen immer: Meister Sears, sage ich immer zu Isabella. Gell, die haben jetzt mich gemeint, gell, weil die Penny ist ein Mädchen. Gepappert. Die wissen doch nicht, dass das ein Mädchen ist. Ah, verdammt. Naja, wenn es genau hinschaust. Na gut, da musst du genau hinschauen. Gut. Tag der heute war wieder ein Tag. Ja, wieso? Ich mag ja Rocky irrsinnig. Rocky. Ja, Balboa. So, ja. Aber seit heute ist. Echt? Kann ich jetzt diesen Film nicht mehr ernst nehmen? Okay. Begonnen hat alles vor ein paar Monaten. Ich und die Veronika fahren im Auto. Und es spielt Eye of the Tiger. Mhm. Und ich sage, dieses Lied erinnert mich immer an Rocky. Und sie sagt, mich auch. Und ich denke mir, wow, geil, sie kennt Rocky, ja? Und ich so, echt auch an Rocky? Nein, an so ein lustiges Video, wo sich zwei schlagen. Okay, du meinst eh Rocky. Ich zeige das? Nein. Dann zeigt sie mir das, wo welche in Badehosen so, was ist so, du warst das. Ja, so ganze Zeit planschen und so. Jetzt ist das, war schon ein schräges Bild. Jetzt habe ich das heute meinem Arbeitskollegen erzählt, weil der auch, was ist der Lohn mag. Mhm. Achso, ja, ich kann Rocky auch nicht mehr ernst nehmen. Ich so, warum? Dann zeigt er mir eine Szene aus Rocky 3. Und jetzt habe ich diese Szene erst so richtig intus und jetzt kann ich Rocky auch nicht mehr ernst nehmen, wo sie am Strand laufen. So Hand in Hand dann sich so feiern. Kennst du die Szene? Ja. Ja, ich habe das nie so richtig realisiert, aber jetzt mit diesem lustigen Video, mit dem Wasser und jetzt das, jetzt kann ich Rocky nicht mehr ernst nehmen.
dass es da nicht schon längst eine Verarschung gegeben hat, Alter. Ja, ich hab das Video nicht, so kennst du das nicht? Ich so, ich kenn schon die Filme. Dann macht es sich hoch, ich kenne die Szene und dann zum Schluss, wo sie so in den Armen liegen im Wasser und. Ja, notwendig. Es gibt aber auch welche, das sind so zwei auf YouTube. Die machen immer so Wrestling-Sachen nachher. Das sind Das eben sind auf den so Anhalter Trampolinen. oder so. Ja, das auch, ja. Oder die haben schon mal in einem Wasserpark war das, ja, haben sie auch einmal irgendwas aufgebaut, wo sie im Wasserpark Royal Rumble gemacht haben. Aber wirklich so auftreten, jetzt kommt der Rock rein, ja, und es kommt irgend so ein Znichtl rein, ja, der halt die ganzen Moves von The Rock macht und so weiter. Und das schon so geil aus. Oder Randy Orton, sagt dir was? Ja, das war noch meine Zahl. Sein Finish, der RKO, ja. 100 RKOs in 5 Minuten oder so. Warte. 5 Minuten. Aber ist die so auch im Trampolin oder so oder auch im Wasser oder so? Also ich sag, sowas muss schon geil sein, wenn du so Wrestling-Moves machst, so. Was mich halt jetzt so an WWE jetzt generell, weil ich es jetzt letztens erst wieder gesehen habe. Was mir dann eigentlich so zum Schluss nicht mehr so getaugt hat, ist, wenn du erstmal wirklich realisierst, dass da wirklich die Zuschauer weniger Einfluss haben, weißt du, Mann? Also, da ist ja quasi schon festgeschrieben, wer immer Champion wird, ja. Das ist ja bewusst gewesen. Ja. Ja, was meinst du, was die Zuschauer für einen Einfluss haben sollen? Naja, weißt du, wenn die einen extrem feiern, ja, dass sie den halt natürlich dann mehr promoten. Weil er ja dann eigentlich mehr Zuschauer so lockt oder Das machen sowas. sie schon. Ja, aber ich finde es selten irgendwie. Weil ich habe ja aufgehört, dann wie Seth Rollins so an der Macht war quasi. Aber den haben ja die meisten nicht wollen. Sondern. Der ist jetzt wieder. Also schon wieder. Aber Oh, ich liebe diesen Typen. Ich weiß, er ist nicht schwul, ja. Aber er tut das so alles, so die Sachen, die er an, so extrem alles, ja. Und jetzt ist er ein guter dabei wieder. Tut Roman Reigns eigentlich wieder kämpfen oder? Gar nicht mehr. Ja, oh ja, eh immer wieder. Okay. Aber der ist jetzt quasi Teilzeit schon. Ja, der hat ja irgendwas gehabt, oder? War krank oder so. Ja gut, das hat damit nichts zu tun. Also. Der hat, ja, Krebs hat er gehabt, aber der hat er besiegt. Aber trotzdem, der ist jetzt schon seit, ich weiß nicht, 2 oder 3 Jahren Champion. Wenn ich dann noch kennen würde. Wenn du mir die Zeit circa sagst, wo du das noch aktiv geschaut hast, kann ich dir sagen, wer noch dabei ist von früher. Randy Orton ist jetzt schon urlang verletzt. Da weiß man nicht, ob der noch mal je zurückkommt. Rey Mysterio müsstest du noch kennen? Den gibt's noch immer. Ja. Den haben sie jetzt wieder einen Titel, gehen wir mal. Überraschend. Aber da muss ja auch schon bald aus sein mit dem, oder? Der ist, glaube ich, noch keine 50. Krass. Oder ist er knapp über 50? Gut, wenn ich mal anschaue. Alter. In der anderen Liga, in dieser AEW, da ist jetzt das Ding hingewechselt. Schon seit Anfang. Und der Typ ist 65. Und der macht noch immer die ärgsten Sachen, oder? Der hat ein Match bestritten, der ist aus dem Ring gesprungen auf den Typen, der auf den Tisch gelegen ist, ja? Und der hat den Sprung nicht gut getimt und ist mit trotz, ich meine, er hat ihn getroffen, ja?
Aber er ist trotzdem auch verletzt und hat sich zwei Zähne ausgeschlagen. Da denke ich mir, Alter, mit 65 macht er noch solche Sachen. Weiter. Ja, was denn? Ja, Tommy, der auch mit uns in dieser Ankekliege ist, hat mir gerade geschickt. Wir haben heute nämlich geredet, dass. Weil Dominik hat sich den zweiten Salzburger gekauft. Weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast, ja? Und die kosten ja 4, 5 Millionen. Ja. Das habe ich mich nicht getraut. Das war auch in Salzburg um 3 Millionen drinnen. Habe ich mich nicht getraut, ehrlich gesagt. Weiß ich jetzt gar nicht, welcher das war. Aber. Jetzt haben wir heute geredet, ja? Jetzt müssen wir irgendwann zum Sparen anfangen, weil jetzt kommt sicher dann wieder bald der nächste. Jetzt ist schon einer drin, Dedic, 5 Millionen. Und den wollte er unbedingt haben. Ich habe dafür viel zu wenig Budget, was da jetzt anspricht. Ich habe jetzt auch nichts mehr. Doch, der war insolvent. Den anderen hast du mir eh du weggenommen. Wir haben gestern. Echt? Ja. Ich bin um 500.000. Ah, okay. Gut, da hättest du ja drüber bieten können. Ich hab das dann, ich dachte eigentlich, ich war schon zwei Tage Höchstbietender. Ich hab nämlich ein Stück von Anfang an 500.000. Schauen wir mal. War das in 20 sowas? Hab ich aufgehört. Mein New Day gibt's noch? Das gar nicht. Für Kingston? Ja, das sagt man das. Also die Usos gibt's hier noch? Die gibt's noch, ja. Da, aber ich sagte, das ist die Uhr. Das wird jetzt alles schon too much. Es hat ja gegeben die, ich glaube 2020 hat es ja, glaube ich, schon gegeben die Bloodline, ja? Mhm. Mit Roman Reigns und so. Mhm. Inzwischen ist Sami Zayn dazu gekommen, der jetzt keiner Verwandter ist. Aber okay, den haben die Zuschauer urgehypt. Der hat sich dann gegen sie gewendet. Dann ist noch da irgendein Cousin von der NXT-Liga aufgestiegen. Ist jetzt bei ihnen dabei. Dann hat sich der eine Uso abgewandt von Roman Reigns. Haben sie ein bisschen gefightet. Dann hat sich der andere mit abgewandt. Und jetzt auf einmal bei der letzten Veranstaltung hat der eine Uso gegen Roman Reigns gefightet um den Titel und um die Vorherrschaft der Familie. Mhm. Auf einmal kommt der andere Uso und attackiert seinen Bruder, so dass Roman Reigns wieder gewinnt. Ich habe mir gedacht, Alter, what the fuck, das ist jetzt alles schon so, ich weiß nicht, so komisch, so in die Länge gezogen. Na, was ich jetzt gesehen habe, war, ich habe mir jetzt nicht gemerkt, wie die heißt, aber es dürften auch Brüder gewesen sein, aber er hat den Titel erkämpfen wollen, der eine Bruder, um den Stammeshäuptling. Keine Ahnung, was sie da machen. Das war von der Bloodline. Ah, das war eh von der Bloodline auch. Ja. Da ist um den Titel gegangen und um Stammeshäuptling quasi. Das heißt vor zwei Wochen. Mhm. Das waren die Usos? Ja. Wow, krass. Gibt's Big Show noch? Nein, der ist in der anderen Liga, aber von dem hat man auch schon dort lang nichts mehr gehört. Ich glaube, da ist eine Liste. Und jetzt lese ich den mal vor. Mhm. Noch kein. Bobby Lashley, gibt es den noch? Ja, der ist noch aktiv. Brock Lesnar? Nein, der kämpft ja jetzt MMA oder so, gell? Nein, aber der ist. Ah, der ist noch immer noch. Ah, okay. Der hat jetzt gegen Cody Rhodes gekämpft. Den kenne ich auch noch, Cody Rhodes. Cesaro? Der ist in der anderen Liga. Der anderen Liga? AEW. Ah, ist der gewechselt dorthin? Ja. Was? Also eigentlich ist er bei Raw. Ah, okay. Aber AEW hat die Raw Wrestling League aufgekauft. Aha. Und die haben so einen Branding Split, auch eben so wie es hier bei SmackDown und Raw ist und so. Und der kämpft tatsächlich bei beiden, kann man sagen. Aber der ist jetzt in der AEW. Gibt's den Brian noch? Was kann ich damit vorlangen lassen? Daniel Brian? Adam Brian? AEW.
Alter, dann sind da eh paar Bekannte eigentlich. Ja. Der ist halt auch verletzt, der hat sich einen Arm gebrochen. Age? Gibt's Age noch? Ja. Da weiß ich jetzt aber nicht, wie lange. Angeblich macht er jetzt sein Abschiedsmatch gegen Sheamus. Sheamus kann ich auch noch. Die Hardys, gibt's die noch? Nein, gell? Ja. Gibt's auch noch beide? Ja. AEW. Krass, da sind so viele hingegangen. Mhm. Und Cena ist noch aktiv? Gar nicht. Sehr selten. Der ist eher Schauspieler jetzt. Wie heißt der mit der Maske? Da fällt mir der Name nicht an. Rey Mysterio. Nein, nein, nein. Ein großer, stärkerer. Der Kane. Ja, Kane. Der wrestelt nicht mehr, der ist irgendwo als Bürgermeister. Bürgermeister, auch geil. Ja, wirklich. Auch geil. MVP, gibt's den noch? Nur mehr noch als Manager. Und ist noch immer Triple H, ist noch immer der Chef? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Irgendwas hat er noch zu tun, aber er hat jetzt nicht mehr so viel Macht wie früher. Alter, wo ist denn die Seemaschine? Ah, da steht's. Ja. Ach nein, wegführen werde ich das zuerst. Vielleicht. Die Ballen. Ja, red nur weiter. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt noch keinen. Chris Jericho, sagt ihr das? Ja, Chris Jericho sagt man. AEW. Die Liste ist schon aus. Eine kurze Liste, aber mir sind noch so viele Gesichter einfach im Kopf. Oder bist du auf Ballenwagen? Der steht da neben mir beim Feld 54. Ah, same schon. Gab's da einen Schwarz? Welchen, sich an. Ja, ich weiß, aber da gab's einen, den habe ich sogar wirklich gehabt. Zurück. Ah, nein. Das war eh was, Alter. Kennst du das von Big E? Was kenn ich da? Der hat Wrestling Match bestritten und wurde außerhalb vom Ring auf die Matte geslammt und ist aber mit dem Genick aufgekommen und der hat sich das Genick gebrochen. Das war jetzt vor über einem Jahr und seitdem weiß er nicht, ob er wieder zurückkommen kann oder nicht. Was? Das ist ja halt das eigentlich auf das Thema wollte ich eigentlich raus. Ich finde halt krass, eben wie der Uso gekämpft hat. Das sind ja wirklich Attacken dabei, wo ich denke, okay, du weißt, es ist kein Schauspieler, aber es ist einfach wirklich so, als würde voll wirklich den gerade eine geclasht und voll gleich auf den so gehüpft sein, Alter, dass du denkst, das alles brauchen wir einfach. Gut, es gibt einen Typen, der hat einen Finisher, wo er auf das oberste Seil steigt. Hm? Der Gegner liegt am Boden und er springt runter und landet mit beiden Beinen auf dem Brustkorb. Und da denke ich mal, wie schaffst du da eine Technik herauszufinden, sodass das halbwegs schmerzfrei bleibt, weil nie schmerzfrei wird es nicht bleiben. Na, sicher nicht. Müsste ich mal schauen, in der Hauptschule habe ich einen gekannt, der ist jetzt Wrestler, ein österreichischer Wrestler. Ja. Aber ich habe leider keinen Kontakt mehr. Aber einen schwarzen. Alter. Ich weiß nicht, er hat einen Buchstaben gehabt und dann einen Namen, aber ich weiß jetzt nicht mehr welcher Buchstabe es war. Ich weiß, er hat einen Bindestrich gehabt. Der Mark Henry? Nein. Ein Buchstabe. Aber Mark Henry gibt's den noch? Den kenn ich auch. Der ist auch irgendwie so managermäßig bei AEW. Also nicht Manager, sondern hinter den Kulissen. Aber ein Buchstabe und dann einen Namen. Was haben wir? Undertaker hat ja auch schon aufgehört. Ja, das habe ich mitbekommen.
bist fertig. Eigentlich könnten wir schon die Gewächshäuser dann machen. Ja, stimmt. Ich bin schon am Ballen abtransportieren. Aber weißt du, was geil ist? Ich habe ein Video gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das noch finde auf YouTube, ja. Da haben sich der Big Show und der Mark Henry in einen Mustang gequetscht, ja. Okay. Und die haben überhaupt keinen Platz gehabt. Das hat so lustig ausgeschaut. Ah, mir fällt gerade ein, ich habe doch einen Mod noch gemacht. Okay. Solarplatten. Die kannst du auf die Hallen bauen. Ah. Die sind nicht, auch nicht so teuer. Gibt es einen zum Beispiel für 10.500? Könntest du dann, da gibt es verschiedene, Innerschräge auf Dach vom Schafstall zum Beispiel machen und da kriegst du dann auch Geld. Okay. Das habe ich zufällig gesehen. Das fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Mhm. So, das haben wir gesagt, wir machen da zwei Dinge her. Dann mal hin. Aber wir brauchen ja auch noch Wasser dann dafür, oder? Scheiße. Wir brauchen ja dann auch noch einen Wassertankwagen. Ah. Gut. Brauchen. Unbedingt so. Tun wir die behalten, verkaufen wir sie selber, ja, oder? Da war dann mal schon die Sache im Gewächshaus. Wenn man sie auf dem Ballenlader aufladen kann, ja. Passt.